Die Leitfrage des Prämissenaudits könnte also sein: Stimmen unsere Annahmen noch? Stimmen unsere Annahmen noch? Eine Prämisse ist eine Annahme, eine Grundvoraussetzung, die wir unterstellen. Ja, Sie wissen, das ist eines der zentralen Elemente der Wirtschaftswissenschaften. Wir setzen eine Prämisse. In der Theorie kann man das wunderbar machen. Bei diesem ganzen Denken in Modellen, das wir gerade noch mal hier uns angeschaut haben kurz, beruht ja dieses Denken in Modellen auf dem Setzen von Prämissen. Wir setzen die Prämisse Homo economicus und ceteris paribus. Ja, damit haben wir mit zwei kleinen Schachzügen sämtliche Probleme, die draußen in der Welt existieren, rausdefiniert. Können uns in unseren Elfenbeinturm zurückziehen und wunderbar dafür uns geistig herumtheoretisieren. Ja? Wenn wir dann in die Welt nach draußen gehen, stellen wir fest, es gibt weder Homo economicus, noch gibt es ceteris paribus. Und das kann eine harte Erfahrung sein, dass man feststellt, dass was man das Vorgehen an der Uni ist für das Leben draußen unangebracht. Ja, Uni ist Uni, Studium ist Studium und Markt und Menschen, das ist eben was anderes. Also in der Praxis müssen wir ständig überprüfen, ob unsere einmal getroffenen Annahmen überhaupt richtig waren. Wir können nicht einfach sagen Simsalabim, beziehungsweise Entschuldigung, in der BWL heißt das ja Ceteris Paribus, ja? Wo der Zauberer sagt Simsalabim, sagt der Betriebswirt Ceteris Paribus. Das können wir eben draußen nicht. Ja? Sondern draußen ändern sich die Voraussetzungen und zwar durchaus relativ schnell. Ja? Wir leben in relativ instabilen Verhältnissen, verglichen noch mit vor, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren, relativ instabilen Verhältnissen. Und die ganzen Leute, die diese Atomkraftwerke betreiben in Deutschland, die hatten Anfang des Jahres 2011, hatten die auch eine Strategie und einen Plan und so weiter. Ja? Und dann passierte eben das, was passiert ist, und alles war plötzlich obsolet. Die Rahmenbedingungen haben sich grundsätzlich geändert. So, das ist die Frage. Stimmen unsere Annahmen noch? Oder stimmen sie eben nicht mehr? Sind wir von den richtigen Prognosen ausgegangen? Haben wir die richtigen Trends fortgeschrieben in die Zukunft für unsere Strategie? Das ist Prämissen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.